bevorzugt in einem 4-1-4-1-System heute. Er wollte noch mal schauen, was der Gästetrainer macht. Der baut eher auf ein 4-2-3-1. Auch das ist natürlich variabel, logischerweise. Zielinski, die über die linke Seite kommt, hinten mit der 17. Maike Kemper, die zuletzt ausgewechselt wurde beim Spielstand von 0-4 bei Hoffenheim. Aber das war abgesprochen, weil wenn so eine Situation mal eintreten sollte, hatte Gerstner gesagt, dann wollte er dem Youngster Ena Mamutovic, ein Riesentalent im Tor, auch mal ein paar Minuten geben. Die hat dann auch noch 3 Stück gefangen. Aber das war, wie gesagt, vorher abgesprochen. Insofern keine Überraschung, dass Kemper von Beginn an dabei ist. Jaron. Linke Seite, das ist Goat. Australierin. Einige werden vielleicht überrascht sein, dass Bochum heute nicht von Beginn an mit dabei ist. Top-Torschützin beim MSV. Aber, na, sagen wir mal so, die ist in der Phase, wo die komplette Mannschaft echt vor allen Dingen auch defensiv arbeiten muss. Vielleicht noch nicht ganz so gedanklich auf der Höhe, sodass er heute auch so eine kleine Gedankenpause vielleicht bekommt. Das ist Vivian Endemann, die mehr über die linke Seite kommt. Mit der 2, das ist Krug, solide Innenverteidigerin mit Weiß. Weiß sicherlich eine der Stützen bei Meppen im Team. Vincho. Den Namen haben Sie vielleicht schon mal gehört. Spielerin mit der 15. Erfahrene Polin, 36 Jahre alt. Ja, sie hier wird einiges mit der zu tun haben. Laufwunder mit 36, kann man sagen. Hat mit die besten Werte im Team. Oh, der war nicht ungefährlich. Auf den sogenannten kurzen Pfosten. Behrensen. Mit der Theodoros Dedes, genannt Theo, nochmal telefoniert hat direkt nach dem Spiel und sie auch ein bisschen stark geredet hat. Hat, wie gesagt, einiges liegen lassen, aber da gibt es ja den alten Spruch, man muss sich die Dinger überhaupt erstmal kreieren und erarbeiten. Das ist Beatrice Goat, die von der Stanford University in Kalifornien kam, bekannte Sportuni. Viele Top-Sportler quasi ausgebildet wurden. Auch viele Schwimmer zum Beispiel. So, Meppen probiert das hier in den ersten Minuten einigermaßen zu kontrollieren. Behrensen kam da nicht mehr hin, er hat auch 3 Tore erzielt. Da haben wir den Duisburger Trainer. Heute auch schon seit 2018. Er war ja Nachfolger von Franz Pohlmann an der Linie beim MSV. Im letzten Jahr, in der letzten Saison, ganz knapp dem Abstieg entronnen. Mit dem 2-0 in Jena. Am Ende noch 9. geworden. Das war mega dramatisch am Tabellenende. Gut nachgerückt von Chin. Das ist die, die, wie gesagt, leicht angeschlagen war. Ehemalige Wolfsburgerin mit der 7. Die getaped ist, wenn ich das richtig sehe, am linken Oberschenkel. Das ist genau die Stelle, wo sie sich nicht so wohl gefühlt hat, mit so einer kleinen Verhärtung. Die bei der physiotherapeutischen Abteilung auch, wie es so schön heißt, gespürt wurde. Unten haben wir Angra, die eigentlich vorgesehen war, falls sie nicht hätte spielen können. Auf der rechten Seite weiter vorne. Jetzt aber durch den Ausfall von Jecker, von Zura Jecker, plötzlich hinten rechts spielt. Arg gebeutelt, der MSV, kann man sagen. Sarah Schulte, großes Vorbild. Zentral im Mittelfeld. Flexibel, spielintelligent, Dauerläuferin, wichtige Spielerin. Krug, die sich auch jetzt gut eingefunden hat.
die in Amerika zuvor gespielt hat, dort auch studierte. Das sind genau die Situationen, auf die Meppen aufpassen muss. Dieses immer wieder dann doch ganz gute Umschaltspiel vom MSV. Die Mannschaft hat zwar erst insgesamt 8 Tore erzielt. Meppen erst 6 übrigens. Heißt Behrensen die Hälfte aller Treffer, aber die haben lange nicht so viele kassiert. 35 bei Duisburg, das ist schon heftig. Bisschen überraschend vielleicht für einige, dass Claire O'Riordan, die Irin, ganz vorne spielt als zentrale Spielerin. Das ist eine, die sich da auch wirklich aufreiben soll. Dahinter Korniak, US-Amerikanerin, hoch aufgeschossen, gute Kopfballspielerin. Debitski und gut gesehen von Laura Sieger. Haben wir Julia Debitski, heute ihr 85. Bundesligaspiel. Zielinski übrigens auch mit dem Jubiläum. 90. Bundesligaspiel schon der Schuss von Julia Debitski, die schon seit 2014 beim MSV agiert. Sie hat in diesem Herzschlagfinale letzte Saison das 1-0 beim 2-0 in Jena erzielt. Angerer das 2-0 kurz vor dem Halbzeitpfiff. Spiel, das Duisburg sicherlich nicht vergessen wird und vielleicht eben auch etwas, was dann im Endeffekt wieder ein kleiner Vorteil sein kann, wenn sie sich einigermaßen ranrobben in der Tabelle. Weil die natürlich das Gefühl jetzt aus den letzten Spielzeiten kennen, wenn es ganz eng wird. Haben wir die lange Konik, US-Amerikanerin von Orlando Pride gekommen. Mit der 26. Hier haben wir sie im Bild. Na, Duisburg, das ist erwartet worden, nimmt hier natürlich die Zweikämpfe ordentlich an. Ist ja noch ohne Sieg bisher. Und zum Beispiel Hoffenheim zur Halbzeit 0-1, war alles in Ordnung. Dann hat Gerstner gesagt, wir wechseln ein bisschen offensiver im Mittelfeld. Also einfach eine 6 vorgeschoben. Da waren es nicht mehr 2 Sechser-Ladies. Ja, und er meinte, das hat das Team irgendwie missverstanden. Das war dann viel zu früh. Klares Foul hier von Morina. Die spielt auf der 6 zum Beispiel heute neben Meierhofer. Und dann hat die Mannschaft so ein bisschen diese defensive Ordnung verloren. Viel zu früh. Dazu offensiv agiert. Am Ende gab es ein 0-7. Gute Bewegung da von Goetz, den guten linken Fuß hat. Vincho, aufmerksam Debitski. Duisburgerin übrigens, von Geburt her, durch und durch. Guter Typ, dieser Roger Müller. Gutes Duo auch mit Dedes. Man hat ja im letzten Jahr alles so ein bisschen neu strukturiert, neu verteilt. Dedes, der ja irgendwann das Angebot bekam, mit den U17-Mädchen zu arbeiten, ist dann direkt Vierter geworden in der Bundesliga-Gruppe. Nur 2 Punkte hinter der Mannschaft, die es dann geschafft hat, Richtung deutsche Meisterschaftsspiele. Die ziemlich weit hinten hilft. Alexandra Emmerling, ehemalige Frankfurterin. Duisburg lässt Meppen wenig Platz, aber das ist relativ klar. Das wird auch dieses berühmte Abnutzungsspiel dann sein.
Aber war nicht schlecht gemacht von Jaron. Ist ja dann ein bisschen versprungen. Isabel Jaron so ein bisschen halb links im Mittelfeld sich wiederfindet. Spielerin mit der 24. Gut gespielt. Endemann. Der Ball ein bisschen zu weit nach vorne verspringt. Ist auch eine dieser jungen, 19 Jahre jung. Früher bei Jan Delmenhorst gespielt. Werder auch in der Jugend agiert. Eigentlich ab der U14 in sämtlichen Mannschaften. Jetzt spielt sie erste Liga in Meppen. Guter Typ, der in Griechenland geboren, in Athen, dort ist er aufgewachsen, hat dann ein Studiensemester in Deutschland verbracht. Das hat ihm so gefallen, das ist jetzt 12 Jahre her, er ist immer noch hier. Oh, der ist ganz türkisch versprungen. Vinco war das. Na, die war sehr früh unten, Maike Kemper, muss dann noch den Arm hochnehmen, wir sehen das hier. War natürlich nicht so voll getroffen, aber der springt da in irgendein Löchlein. Die haben ja hier ein bisschen Platzpflege auch betrieben, ist klar. Aber nochmal, die Männer haben hier ganz schön gewühlt. Es hat auch in letzter Zeit geregnet hier. Macht's nicht einfacher. Jaron auch eine dieser ganz jungen, 18 Jahre jung. Das ist schon toll, was man wirklich in Meppen da auf die Beine stellt. So, jetzt Geldona Morina aus dem Kosovo mit diesem Freistoß. Boah, da sind, glaube ich, zwei zusammengerasselt. Hat man, finde ich, bei den Männern relativ häufig gesehen in letzter Zeit. Konnten beide nichts dafür. Aber wer das weiß nach dem Kopfball, wenn die Köpfe da zusammenrasseln, bah. Da sehen wir das. Das ist genau die Situation. Kopfball, Gegnerin geht mit. Und dann rappelt's. Wenn ich da an Marc Uth denke, in der ähnlichen Situation, der dann sofort ins Krankenhaus abtransportiert wurde, dann aber relativ kurzfristig Daumen hoch gab. Ja. Man weiß ja nie. Schon mal auf sicher warm machen. Das wäre natürlich ganz bitter, wenn da jetzt zwei hier rausgehen müssten. Na, genau an der Schläfe. Das ist besonders schmerzhaft. Und das geht ganz schnell. Mit einer Gehirnerschütterung. Erinnern Sie sich an Kramer bei der WM. Der dann vieles gar nicht mehr wusste, was im Nachhinein passiert war. Na, ich glaube, Krug sieht so aus, als könnte er weiterspielen. Das merkt man ja manchmal erst dann noch ein paar Minuten später, wenn es dann eventuell noch ein bisschen schwindelig einem wird. Hoffen wir, dass beide weitermachen können. Ja. Ich glaube, auch die wird zumindest versuchen, weiterzumachen. Alina Angerer, die da eingerückt war, seit 2017 beim MSV. Da
Damals die Schlagzeile, ein Dorfkind kommt in die Stadt. Hat übrigens die 31, weil Sebastian Schweinsteiger so cool findet. Und das ist ja eigentlich die bekannteste Rückennummer von Schweinsteiger immer gewesen. Den kann Endemann nicht kontrollieren. So, auch Angerer kommt zurück mit einem kleinen Brummschädel. Das wollen sie spielen auf Korniak, die dann verlängert mit ihrem guten Kopfballspiel. So, jetzt mal ein bisschen Platz. Erneuter Ballverlust von Endemann. Korniak. Schwieriger Pass. Gut gemacht von Chini. Nee, war kein Foul, die ist selber über den Ball gestolpert. Jetzt Jaron mit Druck. Pass war nicht gut. Gute Aktion von Angerer. Und das ist das Jagen. Auch Duisburg wird ab und zu mal Pressing spielen. Hat Thomas Gerstner noch im Gespräch verraten. Aber das wird so eine, ja, so eine kleine Mixtur sein. Also es geht über Kampf, dann schnelles Umschaltspiel und alles reinhauen. Das sind eigentlich so die Top-Themen, bevor es dann in die Weihnachtspause geht. Die meisten Teams treffen sich dann wieder so um den 7., 8., 9., 10. Januar. Im Februar geht es dann ja weiter. Meppen hat ja noch ein Pokalspiel, das muss nachgeholt werden. Wahrscheinlich im Februar des nächsten Jahres, weil bei Werder Bremen zwei Corona-Fälle auftauchten. Und deswegen musste die Partie abgesagt werden beim Ligakonkurrenten. Ja, sie hat sich das in Ruhe angeschaut und dann hat sie auch in Ruhe gepfiffen. Das war zu ungestüm, das ist ein klares Foul, ist ja klar. Hat nur noch abgewartet, ob es eventuell ein Vorteil ist, war es nicht. So, und das ist eigentlich genau das, was Gerstner braucht. Freistoßsituation. Schien ist das. Auch 19 Jahre jung. Technisch gute Spielerin, die oft Fußballtennis mit ihren Brüdern spielt. Da links sehen wir Oberschenkelverband. Ganz gute Technikerin. War, wie gesagt, heute Morgen noch fraglich. Ja, der ist nicht ohne. Das war die lange Taylor Korniak. Die ausgeliehen ist. Wurde als Dritte im Draft, wie das in Amerika üblich ist, von Orlando Pride verpflichtet. Und fast in jedem zweiten College-Spiel getroffen. Also das ist schon eine, die ganz genau weiß, wohin der Ball muss. Spielerin, die da jetzt wieder beim Einwurf eingesetzt werden sollte. Bisschen festgehalten. Schiedsrichter macht das gut, sieht das. Oh, gibt sie gleich eine gelbe Karte. Morina. Früh mit Gelb. Ja, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht gelbwürdig. Schüttelt zurecht ein bisschen mit dem Kopf. Fand ich jetzt ein bisschen hart. Ja, die müssen jetzt ein bisschen nachrücken, die Blauen. Vincho, so viel Erfahrung.
rutscht ein bisschen drüber, haben wir gesehen. Er versprang noch leicht, dadurch kriegt sie keine kontrollierte Flanke rein. Die Polin, die für viele ihrer auch jungen Mitspielerinnen echtes Vorbild ist, die wundern sich immer, wenn die Ausdauerwerte bekannt gegeben werden, wenn die in der Vorbereitung sind und sie richtig reinhauen, die ist eigentlich immer mit vorne dabei. 36 Jahre hin oder her. Da ist sie wieder. Ah, der ist zu früh gespielt. Versucht da Behrensen einzusetzen, die aus der Außenposition immer so ein bisschen dann auch ins Zentrum rückt. Gar nicht so schlecht gemacht eigentlich von Jaron. Ich glaube, wir können von der leichten optischen Überlegenheit von Meppen sprechen, aber es ist wie erwartet, dass sich unheimlich viel im Mittelfeld abspielt. Kein Meterchen Luft. Boah, der ist nicht schlecht. Ganz gut gezogen auf Behrensen, die immer wieder diese Lieblingsbewegung macht. Von rechts außen nach innen ziehen. Die war auch schon zu Zweitliga-Zeiten Top-Torschützin. Schoss ja das erste Bundesliga-Tor für Meppen beim 2-2 gegen Potsdam. Im September, dann haben sie ja 2-0 geführt und das Ding dann noch nur mit einem Punktgewinn beenden können. Das ist wieder Behrensen. Und Fürst, die das bisher ganz gut macht, da auf der linken Seite. Vanessa Fürst, ehemalige Gladbacherin, die auch in Köln lange gespielt hat, auch in der Jugend. Da haben wir sie im Bild. Auch eine der Jungen, war der 19 Jahre alt geworden im Oktober. Sehr freudig, dass in der Liga viele dieser junge Nachwuchsspielerin agieren. Corny. Findet nicht Claire O'Riordan. Ich kann mir vorstellen, dass da das Trainerduo aus dem Emsland echt überrascht war, dass die Claire O'Riordan da vorne spielt. Aber die hat das immer wieder gemacht. Ja. Das könnte heißen, dass es nicht weitergeht für Angra. Das ist das, was ich meine. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das Nina Lange. Das ist wahrscheinlich diesem Zusammenprall geschuldet. Oder Chin spürt vielleicht doch noch etwas mit dem Oberschenkel. Auch die Bitzki hat ein bisschen Probleme. Hinten links am Oberschenkel. Ist nicht ungefährlich, wenn sie jetzt richtig nachrücken. Sehr guter Schuss. Bisschen abgerutscht. Und das war genau jene Claire O'Riordan, die Iren, die sehr, sehr gut ist. Ja, das ist nicht so weit. Also das sind 40, 50 Zentimeter vielleicht. Da haben wir sie. Also sehr, sehr gut ist, weil sie sich unglaublich reinhauen kann. Eine, die übrigens in der Corona-Zeit auch auf dem elterlichen Bauernhof mitarbeitete. Sie meinte, das war fast die stressigste Zeit. Da war sie zu Hause in Irland. In der Landwirtschaft tätig. Schulte mit dem Foul. Duisburg macht's gut, also verschieben das jetzt auch alles ein bisschen. So, und Nina Lange ist jetzt gleich bereit. Frühere Bielefelderin, auch in Herford einige Zeit gespielt. Mirai Zin wieder
bei der Ausführung. Gut, sehr gut sogar. Der war gefährlich. Die Spurger setzen sich da jetzt ein bisschen fest. Es kann eigentlich nur Anger sein, wenn es jetzt den Wechsel gibt. Ja. Weil das ist dann auch zu gefährlich. Der geht's nicht gut. Nach diesem Zusammenprall da mit Krug. Anger also raus. Damit ein weiterer Wechsel. Und für sie kommt also Lange rein. Die haben jetzt nur noch zwei Feldspielerinnen auf der Bank. Nur damit man mal sieht, wie arg gebeutelt Duisburg derzeit ist. Von Verletzungssorgen oder wie gesagt, die einen im Polizeidienst. Alles nicht so einfach. Und dafür finde ich, machen sie es echt gut bisher. Ja, nach vorne spielen, das gelingt Meppen momentan nicht so. Ja, da kommt das Jagen, Jagen. Also, dass sie da jetzt drauf gehen, weil das ist eigentlich eine gute Situation für Duisburg. Das ist meistens dann Ballgewinn. Das wollen sie echt dosiert auch machen. Können das natürlich nicht durchgängig ziehen. Und insofern geht bisher das 0:0 in Ordnung. Wir haben noch keine großen Torszenen gesehen. Der eine Schuss von Ori Jordan. Dann gab es mal einen kleinen Platzfehler, wo Kemper da so ein bisschen was veranstalten musste an Reaktion. Aber alles noch im, na, sagen wir mal, eher harmlosen, beruhigten Bereich. Aber beide Teams mit sehr viel Engagement. Sagen wir mal, der Situation in der Tabelle irgendwie auch gerecht werdend. Das ist genau das Ding auf Korniak. Und die verlängert die Bälle, soll auch die Bälle festmachen. Das ist so der Plan von Gerstner. Und davor hat man dann diese quirlige Oriorden. Der ist im Aus. Okay, gibt sie nicht aus. Morina. Gut gespielt, sehr gut gespielt. Ja. Ist dann abseits. Aber war prima gesehen von Taylor Konick. Assistentin meint, der war noch ein Müh drauf. Das sehe ich ein bisschen anders, aber gut. Sie stand 1,12 Meter daneben. Gutes Spiel auf der rechten Seite bisher. Von Mirajcin. Keine Chance für Behrensen, die jetzt mal über die linke Seite kommt. Immer wieder erste Adresse Konick. Also die kann man eigentlich doppeln oder trippeln, weil relativ klar ist, dass dieser Einwurf fast immer zu ihr geht. Gerade wenn es darum geht, das Ganze zu verlängern. Zielinski, die ihre Position getauscht hat, die jetzt rechts agiert. Und Fürst, die das bisher auch gut macht auf ihrer linken Seite. Da gab es, wie gesagt, noch eine ungeplante Änderung, weil die Fragezeichen gab es nur hinter der Personalie von Mirajcin. Also Viererkette Zielinski,
die von links weiter vorne nach hinten rechts rückt. Hilbrands, Debitzky und Fürst. Technischer Fehler von Fürst. Wenn sie draufgehen, dann müssen sie alle draufgehen. Sonst bringt das wenig. Das heißt, auch die Abstände zwischen der ersten Pressinglinie und der letzten Abwehrreihe sind viel zu groß. Und dann sind zu große Lücken. Im Mittelfeld. Eine Wuslerin, diese Claire O'Riordan. Nationalspielerin. War auch in der irischen Liga Top-Torjägerin. Wurde dann zur Abwehrspielerin umgeschult. Das heißt, die war sowieso oder ist immer vorgesehen, wenn es eng wird, dann geht die auch mit nach vorne. Aber heute von Beginn an ganz vorne am Start. Da ist sie wieder. Das war Zielinski. Morina. Aber wenn sie den durchsteckt auf die linke Seite, dann gibt es eine Chance, jetzt mal ein bisschen Platz, aber ist 3 gegen 6, also da gibt es kaum eine Möglichkeit. Und dann sauber abgelaufen von Yvonne Zielinski. Konnick gefällt mir wirklich gut. Also viele Kopfballgewinne, klar, die hat auch eine ordentliche Größe. Die war auch ganz vorne eigentlich erwartet worden. Aber finde ich ganz gutes taktisches Konzept, die quasi hinter O'Riordan spielen zu lassen. Ordnung ist ganz klar ein 4-2-3-1. Das heißt, die Iren muss vorne laufen, bis der Arzt kommt. So, da sehen wir, was diese Konnick auch technisch drauf hat. War gut gemacht. Sicher von Laura Sieger. Der neu aus Leverkusen kam, ausgebildet beim 1. FC Köln, auch Nationalmannschaft gespielt, ab der U15 bis zur U19. Erfahrung in Leverkusen schon 2018, ihr Bundesliga-Debüt. Wurde sie zur Halbzeit eingewechselt für Klink, glaube ich, damals. Gab 0-7 in Wolfsburg. Kann man bessere Erfahrungen machen als Torhüterin beim Debüt. Lange mal gesehen, die von die Flanke brachte, die also jetzt auf dieser linken Seite von Zielinski spielt. Das ist dieser Positionswechsel. Die anderen sind unverändert so geblieben. Ja, Morina, also ich sag's nochmal, die erste gelbe Karte fand ich komplett überbewertet. Die muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, weil sie leicht auf dem Radar ist. Hier kommt sie klar zu spät. Ein, zwei Dinger noch und die ist gelb-rot gefährdet, das weiß sie. Und das ist natürlich auf der Sechserposition neben Meierhofer nicht gerade etwas, was Stabilität reinbringt. Weil da braucht man Spielerinnen, die noch ein bisschen Luft im Kartenpolster haben. Hinspiel übrigens 0-0. Das ist ja quasi der Start der Rückrunde für diese beiden Mannschaften. Am letzten Spieltag vor der Weihnachtspause. Sandwichtiges Spiel gegen Bayern München. Also theoretisch könnte es für Meppen heute echt auf einen Nicht-Abstiegsplatz gehen. Essen gegen Wolfsburg, interessant. Weil Wolfsburg natürlich jetzt auch eine Menge Kilometer hier auf die Wiese gebracht hat mit dem Champions-League-Turnier bis zum Finale und. Hoffenheim, Turbine, Potsdam. Auch das ist ein echter Knaller, weil da geht es um Platz 3. Die sind ja punktgleich, 5 Punkte vor Leverkusen, die eine starke Saison spielen, nachdem es im letzten Jahr so eng war. Leverkusen gegen Freiburg und Werder Bremen gegen Frankfurt. Also Eintracht Frankfurt, die müssen unbedingt punkten.
Sind mittlerweile ein bisschen abgerutscht, schon mit deutlicher Distanz zu den Plätzen 3 und 4. Drei Plätze berechtigen zur Teilnahme in Europas Belle Etage nächste Saison. Ja, kam da tatsächlich Winschow da noch dran? Ja, ich glaube schon. Ja, und dann noch ein bisschen die Beschwerde von Kemper, weil Ihlenburg hier nicht ausweichen wollte. Gut von Fürst. Hat das dann nicht gut gespielt. Das war wieder so ein Halbgarer, den man ganz schwer kontrollieren kann. So, die Frage, ob der Arm wirklich so weit draußen war. Das ist kein leichtes Ding, aber das war jetzt auch nicht erwartet worden für den SV Meppen. Gut verlängert, aber da ist niemand. Kein Problem für Maike Kemper. 2012 hat die schon erstmals Bundesliga gespielt. Also das ist dann wirklich Erfahrung. Sehr engagiert von Duisburg. Nach wie vor. Über eine halbe Stunde rum. 0-0, leistungsgerecht. Duisburg relativ mutig gestaffelt. Also da sind wenig Möglichkeiten. Jetzt haben sie vielleicht mal eine Chance. Der durchgesteckte Pass zu Behrensen kommt nicht an. Jetzt mal wieder ein bisschen mehr Platz. Jaron ist das. Auch das wieder zu schnell vergeben. Von der Einstellung her Duisburg wirklich prima. Zielinski, die da ein bisschen durchfegt. Gutes Spiel von Koenig. Taylor Koenig. Zentrales Mittelfeld ist so ein bisschen Lieblingsposition von ihr. Und auf der Uni zusammen mit Bochum, die ja heute nicht von Beginn an spielt. Kleiner Denkzettel, muss man glaube ich so sagen. Gibt relativ wenig Passagen, wo der Ball wirklich mal über ein paar Stationen läuft. Weil sich viel doch im Mittelfeld zerfasert, so auch hier. Pass Schulte, der nicht ankommt. Goat, die gut begonnen hat, die es jetzt aber schwer hat, damit Shin, die eine Menge auch zu tun hat, nach hinten die Australierin. Die auch in Melbourne gespielt hat für City und Melbourne Victory. Krug, die lange Standards schlagen kann. Koenig war da wieder am Ball. Und dann der Schuss abgeblockt. Es bleibt dabei bisher
Mangelware, die großen Chancen. Endemann war das mit dem Versuch. Die kommen jetzt über die rechte Seite, weil Behrens nach links gerückt ist. Gut gespielt. Behrens muss aufpassen, dass es nicht ins Abseits läuft. Vincho ist das. Erste dickere Chance. Kemper reagiert. Und nochmal Vincho. Zwei Möglichkeiten innerhalb kurzer Zeit. Eben kann sie auch spielen. Boah, da gab es jetzt wieder einen Zusammenprall. Ich habe schon gesagt, also in letzter Zeit finde ich das im Fußball sehr, sehr häufig. Das ist, glaube ich, die Biske, die da liegt. Nach diesem Kopfballduell mit der erfahrenen, der ältesten Spielerin auf dem Platz. Da trifft sie nicht voll. Na, Behrensen hätte sich auch gefreut, aber ich glaube, die war am Anfang im Abseits, also da kann sie nicht querlegen. Und somit die Chance für Vincho. Dann auch nochmal nach der Flanke von Schulte. Also das System, was sich Gerstner da ausgedacht hat, weil schon eher so ein kompaktes 4-4-2 erwartet worden war, das funktioniert wirklich ganz gut. Der wäre fast durchgekommen von Morena, die jetzt gefault wird. Nächste gelbe Karte. Und eins ist klar, also wenn Morena vorhin für diese eher harmlose Aktion gelb kriegt, dann muss Jaron für das, was wir eben gesehen haben, eben auch gelb ziehen. Konig übrigens auch mittlerweile, also Morena Konig haben gelb und Jaron jetzt auch kurz vor dem Halbzeitpfiff. Ebenfalls, da sehen wir es. Die Dame, die die Standards schießt. Ganz gute Technik auch hat. Der war harmlos. Lange. Ganz interessant, der Schachzug, dass Emmerling bisschen weiter hinten rechts spielt. Eine sehr offensive Spielerin, also rechte Seite mit Emmerling und Behrensen, dann immer mal wieder auch wirklich ganz stark. Nicht ganz geklappt, der Seitenwechsel. Ja. Das meine ich. Also es gibt immer wieder so einen technischen Fehler und das durchbricht ein wenig den Spielfluss. Das ist ganz gut gespielt. Ein Ticken zu lang vielleicht. Gut aufgepasst von Sieger. Und die ist zwar schnell, die Orion, aber kommt da nicht richtig dran. Goat, verfolgt von Kornik. Ja, die ist robust. Weiß nicht, ob da ein Kontakt vorlag. Morena ging sehr früh runter. Nee. Endemann, die da nicht die Mitspielerin findet. Fehlt so ein bisschen die klare Linie in den meisten Aktionen.
Das war gut gespielt. Behrensen. Ah, der war nicht schlecht. Nochmal Behrensen. Zweite Reihe. Schusschance abgeblockt. Schuss kam von Vincho wieder. Und ein bisschen zu weit nach vorne gelegt von Goat. Gut. 2 Minuten gibt es Nachspielzeit. Das ist Krug. Im Nachhinein schauen wir noch mal hin. Ich glaube, die Aktion war es dann von Kornick, die dann das Ding ausbügelt. So, das ist natürlich jetzt noch mal kurz vor Toreschluss sehr, sehr spannend, denn das ist eine gute Freistoßsituation für den SV Meppen. Und das Ganze übernimmt Lisa Marie Weiß. Feste Größe. Seit 2011 schon im Verein. Abwehrspielerin. Die das da auch in der Kommunikation mit Ilenburg ganz gut macht. Chance. Der ist nicht so schlecht gewesen. War, glaube ich, keiner mehr dran. Gibt somit keine Ecke. Ah, wobei. Orion, aber macht keine Anstalten. Es ging um diesen Rempler hier. Fand ich jetzt auch nicht so dramatisch, aber gut. Es hatte jetzt keine größeren Konsequenzen für den MSV Duisburg. War noch ganz interessant, was wir da von der Nummer 10 der Münchner Bayern gehört haben. So, wir sind ein paar Sekündchen zu spät, aber ist nichts passiert. Sie sehen das oben. Hat mal 15 Sekunden jetzt rum. Beide Teams, wenn wir das richtig gesehen haben, unverändert. Ja, wir haben ein, zwei ganz gute Chancen gehabt. Wir sehen ein gerechtes Unentschieden. Wir sehen ein Spiel, was auch ein paar Fehler birgt, auch ab und an dem Platz geschuldet. Auch das möchte ich nochmal sagen. Wir sehen sehr viel Kampf, sehr viel Zweikampfverhalten. Eine ganz gute Taktik, finde ich, vom MSV. Über die Zentrumspielerin Kornick da viel zu entwickeln, mit Oriorden eine zu haben, die vorne unfassbar viel zuläuft. Und auf der anderen Seite hatten wir die eine gute Chance von Vincho, der Polin. Mal sehen, wie sich das entwickelt, wenn die Kräfte jetzt etwas weiter runtergehen. Hat vielleicht Duisburg einen Nachteil, denn ich habe ja die relativ dünn besetzte Auswechselbank beschrieben. Also wenn die Räume ein bisschen größer werden, dann so in den letzten vielleicht 20 Minuten. Werden wir alles sehen. Da stehen sie wirklich gut hinten. Eine Hilbrands, die sehr aufmerksam ist, zusammen mit Debitzky. Der auf der halblinken, wie auch schon auf der halbrechten Position gespielt hat, in der Innenverteidigung. Ohne Foul, Endemann, die wieder auf der linken Seite beginnt, haben wir schon wieder. Emma Hilbrands, 21 Jahre alt, in der Jugend bei Duisburg ausgebildet. Ja, das war schon ein Foul von Meyerhofer, glaube ich. Ja, wobei, da war auch Zinn noch dabei, aber Foul war es in jedem Fall. Gut,
könnte mit ihrem Linken was machen. Lässt sie aber. Ball kommt aufs Tor zu. Dann erstmal geklärt. Montin. Ja, auf der anderen Seite. Der ist nicht ungefährlich. Behrensen. Schnelle Spielerin. Braucht es natürlich unbedingt mal wieder einen Abschluss, mal wieder ein Tor. Und dann reingerauscht von Debicki. So, da gab es viel Diskussion. Funktioniert gut mit Hilbrands und Debicki. Schauen wir nochmal genau hin. Ja, weiß ich nicht so genau, ob Behrensen da noch dran war. Ist aber so entschieden. Ganz zufrieden sein. Bisher natürlich, für ihn wäre es vielleicht noch ein Tacken wichtiger, 3 Punkte einzufahren für Thomas Gerstner, der als Spieler ja auch Bundesliga- und Zweitliga-Profi war, Wolfsburg, Saarbrücken, Dynamo, Dresden. Für die Dresdner läuft es ja derzeit ganz gut. Halbe Chance. Noch nicht richtig Druck drauf bekommen da. Vincho. Die über die meisten Möglichkeiten bisher hatte. Die laufen ganz gut und ordentlich an. Und jetzt Kontermöglichkeit. Wieder kein guter Pass. Wechsel hat sie uns gegeben, weil ich sie gerade sehe. Becker ist für Ilenburg bekommen. Zur Halbzeit. Bianca Becker, die wir eigentlich auch in der Startelf erwartet haben. Ehemalige Bremerin. Die da defensiv auch unter anderem neben Schulte ein bisschen aufräumt. Weiß lässt sich erstmal Zeit. Den Mann, der in Basinghausen zu Hause ist, pendelt zwischen dem Emsland und seiner Heimat, hat unzählige Sichtungen auch bei jungen Mädchen durchgeführt, hat Trainer ausgebildet und. Roger Müller, wie gesagt, das ist wirklich eine Legende hier oben. So, jetzt war ja mal die Sarah Schulte sehr weit mit vorne, weil Becker dann hinten zentral ein bisschen entlastet und bleibt. Also da wird es vielleicht jetzt auch taktisch eine kleine Änderung geben, dass Schulte ein bisschen nach vorne geschoben wird und Becker eher auf dieser Sechserposition agiert. Komm, 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 komm.
Fürst. Ne, da kam jetzt Lange, die es nicht leicht hat, da reinzufinden mit dem Pass von Meyerhofer, der Österreicherin, die in Graz geboren wurde. Kansas war übrigens auch in den USA, bei Werder eine Zeit lang spielte. Sehr viel Erfahrung mit ihren 34 Jahren. Also da kam sie nicht mit klar. Einwurf für die Gäste. Da muss jetzt Alexander Emmerling zurück. Sehr schnelle Spielerin übrigens, die mit der 17. Normalerweise offensives Mittelfeld und gerne auch im Sturm. Heute ein bisschen taktisch anders eingesetzt. So, und der Schachzug von Müller und Dedes ist jetzt eben, wie ich gesagt habe, das Becker eher auf dieser zentralen Position spielt, vor der Abwehr und dann Schulte 1 nach vorne rückt. Um da noch ein bisschen mehr Präsenz reinzubekommen. Duisburg nach wie vor mit klarem Visier nach vorne, erneut zu steil auf Lange. Und das war nicht der Fehler von Lange. Ja, Tabellenkonstellation wäre jetzt so, dass Meppen erstmal an Sand vorbeizieht aufgrund des besseren Torverhältnisses. Duisburg bleibt erstmal hinten. Sand natürlich mit dem Spiel gegen Bayern ganz schwere Partie. Sand, die im letzten Jahr ja eine klasse Saison gespielt haben. So, da haben wir Becker, das ist jetzt die Position da im Zentrum. Winchow, die sich auch mal wieder ein bisschen fallen lässt. Wechselspiel mit Jaron vorne zentral, war ein bisschen zu spät jetzt. Schiedsrichterin hat keine Probleme bisher. War vielleicht die eine oder andere gelbe Karte ein bisschen früh gezeigt. Susan Kunkel, die im letzten Jahr das Pokalfinale pfiff, als Wolfsburg knapp gegen Freiburg gewann mit 1-0. Das ist nicht ungefährlich. Ja, wenn sie den sauber trifft, die Miray Tin. Also Duisburg hat sich hier wirklich Minimum dieses Unentschieden verdient. Das muss man klar sagen. Und mit diesem reduzierten und minimierten Kader, auch das möchte ich gerne nochmal unterstreichen, weil da fehlen ja wichtige Spielerinnen. Klar, bei Meppen gibt es auch Langzeitverletzte. Aber die haben ansonsten den Kader hier komplett. Was da bei Duisburg unter der Woche und auch dann noch im Prinzip ja beim Anschwitzen passiert ist. Ich sage nur Beispiel Jäcker. Das muss man dann auch erstmal wegbügeln, gedanklich. Apropos Bayern. Nächstes Spiel für Meppen am 7.2. bei den Münchnerinnen. Haben sie zum Beispiel ganz gut gespielt im Hinspiel. Das waren auch so Fingerzeige. Gab 0-3. Aber das war alles im Rahmen gegen München. Auch das 0-2 in Wolfsburg. Also eher, sagen wir mal, Stimmungsaufheller. Gut, 2-2 gegen Turbine. Da hat man echt Punkte verdattelt. 1-2 bei Werder war mehr drin. 0-1 bei der TSG aus Hoffenheim. Gegentor in der 90. Minute durch einen Elfer von Billa. Top-Torjägerin in der Liga. So, Becker mit dem Eckball. Bisschen weit weg vom Tor. Querschläger bereinigt. Na, die werden sich jetzt alle warm machen. Absicherung, hey, bitte, bitte, weg, Jonas Schulle.
Vivian Endemann, die es nicht leicht gehabt hat, die da eben festgehalten wurde. Ist ja gesagt, auch eine der jüngeren Spielerinnen. Bei Delmenhorst mal mit 20 Toren direkt Torschützenkönigin in der Regionalliga Nord gewesen. Sehr schnell, ist auch beidfüßig, also die kann auch mit links flanken und mit rechts. Bin sehr gespannt, wie Duisburg das durchhält. Hohe Disziplin, defensiv, gute Laufwege, was Claire O'Riordan da abreißt, die da vorne schon wieder anläuft. Das geht eigentlich nicht über 90 Minuten. So, das wird jetzt gelbe Karte geben für einen der beiden Coaches. Ging, glaube ich, Richtung Dedis. Griechisches Temperament kam ein bisschen durch. Weil er sich da aufgeregt hat über die Entscheidung. Hat ja im jungen Bereich angefangen, Theo Dedes, und war dann mal bei einem Sichtungslehrgang eingeladen vom Niedersächsischen Fußballverband, U13-Bereich Mädchen. No, und dann irgendwann wurde auch gefragt, ob er nicht mal Lust hätte, ein bisschen mehr zu machen. Gerade hier in Meppen. So, diesmal gibt es den Einwurf. Das ist die Kapitänin. Die Kapitänin. Fast durchgesetzt. Das war Sarah Schulte. War auch schon mit Weiß zusammen in der zweiten Liga. Die Dame, die immer wieder die Kapitänsbinde tragen durfte. Papa übrigens gefürchteter Torjäger bei Grün-Weiß Dersum, wo sie auch angefangen hat. Auch in einem jungen Team gespielt hat. Das gilt ja für viele der Damen. Finn Becker macht das bisher gut, sehr unaufgeregt da im Zentrum vor der Abwehr. In einem Spiel, das nach wie vor natürlich nicht diese spielerischen Höhepunkte hat. Ein Duell, das sehr von dieser ja auch wirklichen Auseinandersetzung lebt, diesen Zweikämpfen, dieses unbedingt den Gegner zustellen wollen. Also es gibt kaum Platz mal für eine Spielerin, die den Ball hat. Behrensen. Das ist Maike Behrensen. Mit der hat Dedes teilweise zusammen studiert. Also kennt sie schon sehr lange. Und ja, viele Studentinnen, ich habe das gesagt. Behrensen, die diese Riesenchance hatte gegen Freiburg, wo Nuding die Torhüterin, also eigentlich war es Meppen gegen Nuding, kann man sagen, gegen Freiburg. Und die leitete dann diese Chance noch an die Latte, hatte noch mehrere andere Glanzparaden. Überragendes Spiel der Freiburger Torhüterin. Ersten 15 Minuten, Freiburg eigentlich ganz okay, aber dann ging es mehr in die Richtung SV Meppen. Emmerling. Morina macht das clever. Stellt nur zu. Darf natürlich auch nicht mehr hier irgendwie grätschen oder so. Hat schon sehr früh eine gelbe Karte bekommen. Keine Chance für Emmerling. Alexandra, Spitzname Alex. Rechts hinten heute zu finden. So, über eine Stunde rum. Leistungsgerecht ist unentschieden. Energie ist viel da. Wille ist eine Menge da. Spielerisch läuft nie alles rund. Bisschen den Platz geschuldet. Und es geht schon um einiges. Auch wenn wir noch Mitte der Saison sind im Frauenbereich der Bundesliga.
Meppen ja aufgestiegen quasi am grünen Tisch. Saison vorzeitig beendet. Hatten noch 0-8 gegen den FSV Frankfurt. Zweite Mannschaft kassiert. Aber dass sie in diese Liga gehören und da echt mitspielen können, ich glaube, das haben sie längst bewiesen. Einige Trainer sagen, das ist quasi der stärkste Aufsteiger, den es in den letzten Jahren gegeben hat. Denn die meisten sind dann wirklich mit schöner Regelmäßigkeit gleich wieder runtergegangen. Korniak lüftet mal. Emmerling, die absichert. Und glaube ich auch, was Schulte da läuft. Die ist jetzt wieder ganz hinten, treibt den Ball nach vorne. Da haben wir sie. Echtes Laufwunder. Spielintelligent, weiß auch so ein bisschen, was der richtige Takt ist. Das ist wieder so ein Fehler. Jetzt in diesem Fall von Lange. Das ist eigentlich ein relativ freier Pass, wo sie einfach zu unkonzentriert agiert. Es liegt daran, dass man wenig Platz hat. Klar, dass der Platz ein wenig holprig ist, aber das liegt oft auch an den eigenen Stockfehlern. Da wird jetzt noch eine Offensivspielerin kommen mit Janet Callan Flass, US-Amerikanerin. Gut gesehen, gut gesehen. Erst gewartet, ob es noch ein Vorteil ist. Gelbe Karte Meierhofer vorhin schon mal, sagen wir mal, ermahnt. Jetzt dann verwarnt. Quasi gelb im Nachklapp für die Österreicherin. Auch eine, die Spiel eigentlich ganz gut lesen kann. So, jetzt Jaron. Mauer finde ich fast ein bisschen dicht. Ja, die hat einen ganz guten Schuss. Aber nicht präzise genug von Isabella Jaron. So, jetzt gibt es den Wechsel. Endemann habe ich mir schon gedacht. Die kam auch in der ersten Halbzeit nicht so richtig klar. Deswegen gibt es jetzt den Wechsel. Ich nehme an, dass Jaron auf links rückt und dass die Dame, die hier ins Feld kommt, die US-Amerikanerin, 29 Jahre alt, früher auch Kloppenburg, also alle so ein bisschen beheimatet in der Region, dass die dann eher im Zentrum jetzt spielt. Isabella Jaron kann da spielen auf der linken Seite. Wir werden es beobachten. Kommunikation ist gut, finde ich. Wir hören das auch bei den Duisburgerinnen. Also das ist so, wie es sein muss. Die Saison ging ja eigentlich okay los. 0-0. Zunächst in dieser Partie. Und dann 0-2 bei Leverkusen, 0-1 gegen Sand, 0-0 beim SC Freiburg, dann Niederlage gegen München. Gegen Turbine auch geführt mit 2-1, dann noch verloren. Also das war alles okay und dann wurde es hinten raus, scheppert das richtig. 3-5 bei Werder, 1-6 gegen Essen, 0-7 bei der TSG aus Hoffenheim. Der haben in den letzten drei Spielen 18 Gegentore kassiert. Da hat man als Trainerteam dann einiges zu tun, um da ein bisschen aufzubauen. Ist, glaube ich, auch klar. So, Meierhofer, aufpassen.
Und ich glaube, dass Duisburg hier auf jeden Fall auch mehr will als nur ein Punkt. Das wird auch relativ deutlich aus dem, was wir sehen. Becker. Auch der war nicht gut. Da war zu wenig Passschärfe. Deswegen kommt Becker da nicht ran. Und die unermüdliche O'Riordan. Nee, der rutscht ihr auch ein bisschen weg. Gesucht wird eigentlich auf beiden Seiten der Spielerin, die so richtig Ruhe reinbringt. Ja, das war clever gemacht von Kornick. Im Zweikampf, sehr gut. So, jetzt läuft der Ball mal gut. Und jetzt müsst ihr das ausnutzen. Flaus ist im Zentrum. Jaron, wie erwartet, über die linke Seite. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, wo man ein bisschen Platz hat zu kombinieren. Beide Teams probieren es. Gleich die letzten 20 Minuten. Jetzt in dieser zweiten Hälfte ist eigentlich nicht viel Anlass. Hier viel Zeit bisher drauf zu packen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Hahn vielleicht auch noch kommt. Denn Meppen wird auf jeden Fall jetzt probieren. Oh, sah aus wie festgehalten. Wird nicht geahndet. Sehr hektisch jetzt alles. Echtes Kampfspiel. Da. Fehler. Und Ball ist dann relativ schnell weg. Kornick macht das gut. Und dann gibt es wieder diese Unkonzentriertheit. Diesmal Claire O'Riordan. Da kommt lange nicht dran. Der hat jetzt schon 3, 4 Bälle gehabt, wo sie nichts dafür kann. Wo sie einfach unglücklich eingesetzt wird. Lange, die fast ihre komplette Karriere in Ostwestfalen verbracht hat. Sehr fleißig, professionell. Sportwissenschaftsstudentin. Berufswunsch noch offen, wie sie sagt. Will erst noch mal ein bisschen kicken. Und wenn es geht, mit Duisburg in der Liga bleiben. So, Flaufs, gut gemacht. Die hängt ein bisschen hinter Witschow zurück. Ja, da ist sie doch. Maya Ruby-Hahn. Neuseeländerin, Querstrich Deutsche. Neu gekommen in diesem Jahr. Auch eine, die ein bisschen was nach vorne entwickeln soll. Und sie läuft und läuft und läuft, die Iren da vorne. Lange wieder weg. Das fehlt so im Mittelfeld, diese klaren Aktionen. So ein bisschen Ruhe reinbringen. Schulte versucht das immer mal wieder. Aber man sieht das auch da. Es ist nach wie vor, wir sind jetzt nach der 70. Minute, es ist quasi kein Platz, den Ball mal einigermaßen in Ruhe anzunehmen. So, Horn wird instruiert, sie die in Neuseeland aufwuchs, besitzt der deutsche Staatsbürgerschaft und auch die neuseeländische, kurzfristig aus den USA verpflichtet, wahrscheinlich bis Ende Januar. Also wird dann wahrscheinlich zurückkehren. Muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Hier wird um jeden Ball aber mal ganz verbissen gekämpft. Und ich möchte nach wie vor die Duisburgerinnen echt loben. Die liefern hier einen guten Fight. Bei denen ist ja dieser Mackers nicht mehr dabei, die auch, sagen wir mal, nicht immer teamorientiert war, aber die Tore erzielt hat im letzten Jahr.
mal sehr gespannt, was Gerstner mit Bokom macht. Ob er die heute komplett schmoren lässt, die Stürmerin. Weil irgendwann ist dann Oriaden läuferisch durch. Konjak hat mir auch sehr gut gefallen. US-Amerikanerin. Quasi auf der 10 vor Meyerhofer und Morina bei Duisburg. Aber wir haben ja noch ordentlich Spielzeit. Sehr viel Ruhe, Konjak. Sehr guter Wechsel, rechte Seite. Chin ist das, die da nicht die Geduld hat, den Ball einen Ticken zu früh spielt vielleicht. Jetzt geht Goat. Wichtiger Zweikampf von Fürst. Kamen auch die Rufe zum Ball, zum Ball. Wenn er durchflutscht, dann kann Behrensen vielleicht durchgehen. Oriaden kam aus dem Abseits. So. Viel gelaufen. Agnieszka Winczo hat auch eine ganz gute Chance gehabt. Für sie kommt jetzt Maja Rubihan. Die mit der speziellen Geschichte. Hier rein auch eine sehr junge Spielerin. Knapp 1,70 groß. Ganz talentiert. Am College wurde ja der Ligabetrieb abgebrochen und insofern kam sie hier nach Meppen. Davon hatte man Wind bekommen, wenn man da eh ganz guten Draht hat. Ja, einige ehemalige College-Spielerinnen dabei. Sie also jetzt für Winczo. Richtung Schlussphase unterwegs. Aber es ist noch ein bisschen Spielzeit. Bei Duisburg erst ein Wechsel, verletzungsbedingt, lange für Angerer. Sich da hoffentlich keine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Bei diesem unverschuldeten Zusammenprall war einfach Pech. Schulte baut auf. Minuten noch. Nach wie vor der Spielstand, den wir kennen. Ist ja auch ein Duell, was man derzeit in der dritten Liga bei den Männern hat. Duisburg da Vorletzter und Meppen auf Position 16. Wichtiges Spiel gegen Zwickau verloren. Das war für Zwickau sehr wichtig. Also da geht es hinten richtig eng zur Sache. Zwischen dem 14. Lübeck und dem letzten Magdeburg 2 Punkte. Das ist eine 20er Liga übrigens. Einzige Mannschaft, die derzeit ganz souverän daherkommt, ist Dynamo Dresden. Die wollen es direkt wieder wissen nach dem Abstieg. Ja nicht mehr hin, wenn man irgendwie auch viel gelaufen ist. Hat gedacht, dass er vielleicht ein bisschen mehr nach vorne noch entwickeln kann. So, jetzt kommt Nina Lange. Die flanken kann, aber der rutscht ihr ein bisschen ab. War viel zu kurz. Und Emmerling, nächster Versuch. Aber gut gespielt von Flavs. Goat. Ja, da kommt das von Maike Kemper. Für die ist noch mehr drin, für seine Ladies hier. Mit dem Aufgebot auf der letzten Rille hier.
richtig gut, aber sie sind ja extra einen frühen Tag früher angereist. Ich habe das ja gesagt, weil natürlich die Bedeutung des Spiels klar war. Haben sich auch noch mal ein paar Videosequenzen gestern angeguckt. Die jungen Damen konnten dann auch noch mal sich ordentlich die Muskulatur kneten lassen. Also das war schon von der Vorbereitung optimal. Konig. Na, die spielt so umständlich durch die Mitte. Man muss lange mitgenommen werden auf der linken Außenseite. Flavs. Zu hektisch. Alles zu hektisch. Oder vieles. Michael Kemper. Und wieder ist Langer dazwischen. In der B-Union-Bundesliga bei Gütersloh gespielt. War auch schon bei der U20 WM dabei, also hat auch international schon einiges erlebt. Die inzwischen 22-Jährige, also wie die Nummer hinten drauf. Auch das Alter. Gut gemacht von Weiß. Ganz wichtige Stütze dieser beiden, die einen guten Austausch haben. Dedes sagt selber, er ist der Taktikfreak, bereitet dann viel vor und dann gibt es das Gespräch mit Müller und die beiden beratschlagen, wie sie Dinge aufbauen, mit wem sie nochmal sprechen, wie das mit dem Videostudium ist und. Also das scheint ganz gut zu funktionieren. Und im März, April hat er dann hoffentlich seine A-Lizenz, hat alle Scheine gemacht. Es geht nur noch um die Prüfung. Wegen Corona derzeit nicht möglich. Aha. Schauen Sie nur mal in das Gesicht. Die ist bedient. Ich glaube, die war auch ziemlich geschockt. Jetzt kommt Jorin Nicole Burkom. Gutes Spiel von ihr hier mit der 7. Oberschenkel hat gehalten. So, jetzt darf die hier noch 10 Minuten mittun. Wie gesagt, sie muss auch lernen, dass man gerade in dieser Abstiegssituation nach hinten viel arbeiten muss. Da ist sie vielleicht vom Selbstverständnis noch nicht so ganz drauf gekommen. Hat ja auch im Pokal ein Tor gemacht. Mal sehen, was sie noch reißen kann. Da ganz vorne bei Duisburg. Orion geht jetzt mehr auf die rechte Seite. Das ist auch klar, weil Burkom eher zentral unterwegs ist. Na, man sollte jetzt auf jeden Fall auch verhindern, dass es zu Standardsituationen kommt, weil das ist eigentlich so ein typisches Spiel, wo irgendwie durch einen Freistoß irgendwie mal einer reinfällt noch. Hat sich sehr weh getan. Janelle Callen, Floss, die hier einen mitkriegt von hinten. Von Hilbrands, die ein gutes Spiel gemacht hat. Spielerin mit der 4. So, Becker mit dem Freistoß. Das kann sie gut. Für Meppen wäre das noch mal ein ordentlicher Schub. Kein Foul. Es gibt ja diesen Schutzraum nicht mehr. Der Torhüterin, in diesem Fall Kemper. Also wenn dieser Lupfer mit dem Rücken zum Tor reingegangen wäre, der Treffer hätte gezählt. Ich fand auch, das ist völlig in Ordnung. Das war kein Foul. Das war eher ein Fehler von Maike Kemper. Schlussphase. Meppen-Duisburg. Gibt es wieder eine Nullnummer, wie im Hinspiel zum Auftakt der Saison.
Freistoß vielleicht ein bisschen lang unterwegs, ein Ticken zu hoch. Nee, das ist kein Foul. Nee, das war eher mit der eigenen Spielerin Taylor Kornick behindert. Emmerling. Das ist dann zu wild. Das ist nicht strukturiert genug. Lange, ganz alleine gegen 3, 4. Was soll die machen? Das ist kein Foul. Ja, Duisburgerin quetschen hier echt alles raus. Becker gefällt mir gut. Die ist sehr souverän, spielt das sehr sachlich da im Zentrum. Lässt sich auch nicht so wirklich von dieser Hektik anstecken. Hier, da ist sie wieder am Ball. Nee, hätten eigentlich wieder mit Becker spielen sollen. Mitbekommen. Viktoria Krug, die Innenverteidigerin, die dann immer mal nach vorne. Ja, da war der Fuß von Burkom noch drüber. Ist dann bei der Gemengelage, wo es hier gelbe Karten gegeben hat, dann eher auch Richtung Gelb zu sehen. Das eigentlich ganz gut gemacht von Becker. Jetzt geht die Unermüdliche wieder. Kornick, die so ein bisschen ungelenk aussieht, aber die ist wirklich eine technisch nicht schlechte Spielerin. Das war wieder viel zu schnell den Ball abgegeben. Also die pressen echt alles aus sich raus, was sie haben. Das gilt aber für beide Mannschaften. Ja. Coaches rufen Maike, komm, die soll da vorne drauf gehen. Noch ist ja Zeit. Keine Anspielstation, muss wieder hinten rum. Zwischen Krug und Weiß spielt sich das Ganze jetzt ab. Kriegen auch die Sechs nicht ins Spiel mit Becker. Aber probieren rauszuspielen. Wollen ja auch unberechenbar bleiben. Mappen auch in unterschiedlichen Systemen. Das ist ja jetzt auch nicht so eins, was so komplett festgelegt ist. Auch nicht gegen Duisburg, wo man übrigens häufiger schon Testspiele bestritten hat. Da wäre fast lange ziemlich allein gewesen. Also wenn der Ball durchkommt, sie muss dann erst noch mal weiterlaufen bis zum Tor, aber nicht ohne. Auftakt des 12. Spieltags der Flyer Alarm Frauen Bundesliga scheint erneut torlos zu laufen. Behrensen, gut verteidigt von Fürst. Kornick, der den Ball ins Ausköpft. Der hat sich echt auch ziemlich verausgabt. Taylor Kornick, gutes Spiel von ihr. Ein Tor in der Liga gemacht. Zum 3-5 Endstand bei Werder Bremen. Das waren wichtige Punkte, die sie da verloren haben.
Jetzt geht Orion wieder gegen Goat. Die Orion, das ist zum Beispiel eine, die diese Mentalität hat, die Gerster jetzt in dieser Situation sehen will. Und das sieht er eben bei Burkom nicht so. Letzten Minuten. Muss nicht viel Nachspielzeit geben. Eine Duisburger Mannschaft, die sich dieses Unentschieden hier durchaus verdient hat. Die quasi mit dem letzten Personal hier angereist war. Dann ist auch noch ein Plan weggebrochen, in dem dann auch Jecker nicht spielen konnte, die eigentlich für die linke Seite vorgesehen war hinten. Das hat dann Fürst übernommen. Dadurch musste Angerer dann hinten rechts spielen, die hat sich früh verletzt, musste auch noch raus und hat eine ganz dünne Ersatzbank gehabt. Und Meppen hat das schwer gehabt. Also das waren jetzt zwei Teams, die sich wirklich fast neutralisiert haben im Mittelfeld, die alles reingeworfen haben. Und jetzt gibt es tatsächlich noch mal einen Wechsel. Sandra Voitane wird noch kommen, die Lettin. Auch eine junge Spielerin mit ihren 21 Jahren. Hat bei Apollon Limassol, einem zypriotischen Erstligisten, gekickt zuvor, bevor sie in diesem Jahr kam. Konik. Okay. Wenn der durchgeht, einer zumindest zum Sehen. Auch da, Duisburgern gehen wirklich immer noch drauf, doppeln gut. Lange, die es schwer haben, wird da im Duell. Und das gilt für alle. Also bei allen spielerischen Mängeln, die man vielleicht anfügen kann, weil da nun wirklich nicht alles rund lief, aber das ist schon groß, was sie da alle investieren. Eine Minute gibt es obendrauf, viel mehr Grund gibt es auch nicht mehr zu spielen. Torhüterinnen wurden nicht zu Glanztaten gezwungen. Vincho Chance fällt mir noch ein. Aus der ersten Hälfte. Aber ansonsten das meiste zwischen den 16ern. Schiedsrichterin pfeift das eher als aufgelaufen. Das fand ich jetzt ein Foul an Lange. Wichtigste ist jetzt keinen Fehler machen. Die sind echt alle ausgepumpt. Mannschaft